heute steht Harry Schmidt. Harry ist der Inhaber von Merlins. Das ist ein Spielwarenfachgeschäft hier in Wiesbaden, aber auch mit einer Filiale in Mainz, beziehungsweise umgekehrt, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt. Wie hat das denn alles angefangen? Am Anfang gab es ja auch noch nicht diese WIFA-Spiele, die wir heute haben. Da hatten wir aber auch damals schon viele Importspiele und waren sehr Fantasy-lastig, gerade mit Rollenspielen. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Wir haben aber immer versucht, schon zu diversifizieren, auch in andere Sachen. Zum Beispiel das, was wir als Verspieltes nennen. Das sind eben Fun-Sport oder auch Windspiele, um da ein zweites oder drittes Standbein noch zu haben. Wie viel Prozent des Umsatzes machen denn Gesellschaftsspiele überhaupt noch aus? Also Gesellschaftsspiele und auch klassische Spiele wie Schach oder Backgammon, die wir ja auch haben, machen ungefähr 50% aus. Jetzt ist es ja so, dass wenn man mal, ich sag, die Fachpresse verfolgt, viel gelesen hat, dass Spielwarenfachgeschäfte es unheimlich schwer haben. In vielen anderen Städten haben ja auch, ich sag mal, schon traditionell lang eingesessene Spielwarenfachgeschäfte zugemacht. Wie ist das denn hier mit der Marktentwicklung? Definieren Sie Fachgeschäft. Gerade, nehmen wir mal die ehemaligen Fedesgeschäfte oder viele, die dann auch zugemacht haben. Die haben aber im Prinzip vom Sortiment her auch doch die Sachen gehabt, die es auch in Kaufhäusern gibt oder bei Toys R Us. Und für die ist es dann natürlich schwer geworden. Und die haben aber immer versucht schon, wie eben schon erwähnt, jenseits von Großverlagen wie Ravensburg oder Hasbro Spiele anzubieten, eben von Kleinverlagen, Importspiele. Sachen, die man nicht irgendwo bekommt. Und das ist halt eine Nische, in der wir uns bewegen. Und da fühlen wir uns ganz gut aufgehoben. Gibt es denn hier im Laden trotzdem, ich sag mal, die großen Klassiker, die Leute vor allem kaufen? Sowas wie zum Beispiel Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht? Nein. Also klassisches Monopoly eigentlich nicht. Wenn, dann schon eher Sonderausgaben. Und Mensch, ärgere nicht. Dann in Form von vielleicht etwas anderen Ausgaben als die herkömmliche, eben Holzausgabe und sowas und größeren Figuren, das ja. Aber verzichtet man dann nicht auf viel Umsatz, weil das doch wahrscheinlich auch eher die Spiele sind, die viele Leute kaufen? Wenn ja, aber diese kaufen nicht bei uns. Da sind wir nur die Viertanlaufstelle, wenn es woanders nicht gibt. Aber wenn es das in den Kaufhäusern oder Drogerieläden, die auch Spiele verkaufen, wenn sie es da nicht mehr bekommen, ist es meistens auch vom Verlag aus verkauft und dann können wir es am meisten auch nicht anbieten. Und übrigens ist es halt so, dass es kaufmännisch für uns uninteressant ist, dieses Spiel im Lager zu haben. Neben den Geschäften vor Ort gibt es ja jetzt auch noch die Konkurrenz aus dem Internet. Wie sehr macht einem Fachhändler das zu schaffen? Weil ich sag mal, Spiele, also gerade jetzt Raritäten oder Spiele, die ich nicht überall bekomme, kann ich mir ja eigentlich viel einfacher auch im Internet bestellen. Könnte man machen. Wobei wir aber gerade in diesem Bereich keinen Preisunterschied haben. Der ist im klassischen Bereich, wie Monopoly, der mich ärgert dich nicht, da wäre extrem. Aber in diesen speziellen Sachen, im speziellen Segment, bewegen wir uns auf dem gleichen Preisniveau wie auch im Internet oder auch auf Amazon. Zusätzlich bekommt man bei uns natürlich bei einigen Sachen auch noch irgendwelche Promo-Artikel oder eigens gefertigte Artikel, die es eben im Internet nicht gibt. Wie viele Gesellschaftsspiele sind denn hier so Pi mal Daumen im Sortiment? Wir haben so ein Kernsortiment, das sind vielleicht 200. Wir können kurzfristig natürlich noch viel, viel mehr bestellen und bestellen auch oder importieren auch aus USA alle 2 Wochen, sodass wir da Zugriff haben eigentlich auf weltweit, was auch in englischsprachig erscheint. Kommt man denn als Spielwarenfachhändler überhaupt noch selbst zum Spielen oder ist man, ich sag mal, so sehr mit dem Management des Ladens beschäftigt, dass dafür eigentlich gar keine Zeit mehr bleibt? Man versucht, die Zeit sich noch abzuzwacken, weil natürlich auch noch andere Interessen gespielt wird. Wir versuchen das hier auch regelmäßig mit Spieleabenden zu machen, wo man dann selbst dann eben mal was anspielt oder vor allem im Urlaub wird viel gespielt. Wenn du dann mal spielst, spielst du dann tatsächlich Spiele, die du kennst und die du magst, weil das dann Entspannung ist, oder spielst du dann neue Spiele, weil es zu deinem Beruf dazugehört, dass du die auch einfach kennen musst? Überwiegend neue Spiele, um die mal kennenzulernen. Du hast jetzt gesagt, dass ihr euch sehr spezialisiert habt. Ich sag mal, bei großen Spielwaren oder bei Kaufhäusern wie zum Beispiel Karstadt findet man ja Spiele, die ganz lange im Sortiment sind. Sowas wie zum Beispiel Monopoly oder inzwischen vielleicht auch Carcassonne, ein neuer moderner Klassiker. Gibt es bei euch auch Spiele, die tatsächlich schon Jahre im Sortiment sind oder ist es bei euch so, dass ihr einen relativ hohen Durchlauf habt, weil ihr doch dauernd eher die Neuheiten präsentieren wollt?
Ja, es gibt schon einen relativ hohen Durchlauf. Es gibt ja auch bei Karstadt nicht so viele Klassiker. Du hast eben gesagt, klar, Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, oder Kniffel, das sind ewige, die laufen ewig, aber auch da ist ja der Lebenszyklus von Spielen ist ja in den letzten Jahren noch deutlich kurzlebiger geworden, als das früher war. Früher ein Verlag vielleicht ja, vier, fünf, ein Verlag vier, fünf, ein Spiel 4, 5 Jahre im Programm gehabt. Das ist heute oft schon auch nach 2 Jahren wieder draußen. Es gibt bei uns schon auch ein paar Langläufer, wie zum Beispiel Talisman, das es ja eigentlich seit 30 Jahren gibt. Und das ist auch in der Neuauflage wieder erschienen vor ein paar Jahren. Woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass die Produktzyklen immer kürzer werden? Das ist alles schnelllebiger geworden. Ich denke, es ist oft interessanter, vielleicht für einen Verlag einfach nochmal eine Neuheit zu bringen, als wie eine Wiederauflage zu machen. Hast du denn über die Jahre beobachtet, dass sich das Spieleverhalten oder auch die Spielevorlieben der Kunden verändert haben? Nein, eigentlich nicht. Du hast schon gesagt, dass deine Kunden relativ spezialisiert sind. Wie wichtig ist für dich, fürs Geschäft trotzdem sowas wie die Auszeichnung Spiel des Jahres? Bringt das zusätzlichen Umsatz, oder muss man das einfach da haben und gut ist? Das kommt darauf an. Das Spiel des Jahres hat leider das Problem, im Gegensatz zu anderen Kulturpreisen, das Spiel des Jahres soll ja auch ein Kulturpreis sein. Das erleidet eigentlich jedes Jahr das Schicksal, dass es dann total verramscht wird, weil das Spiel ist dann überall zu finden, Drogeriemärkten oder sonst, weil jeder will es haben und sie wollen da gar nichts mehr dran verdienen. Das ist dann nur Lockmittel für Kunden. Deswegen sind wir eigentlich sehr froh über das diesjährige Spiel des Jahres. Weil beim kleinen Kartenspiel, da ist vom Preis her nach unten eigentlich auch fürs Internet nichts zu machen. Aber ist es so, dass du vielleicht trotzdem davon profitierst, weil es was ist, was Menschen ans Spielen heranführt? Oder ist es so, dass du sagst, naja, die Leute, die Spiel des Jahres spielen, sind eh nicht meine Kunden? Doch, kommt auch immer darauf an, welches Spiel des Jahres, von welchem Spiel des Jahres wir reden. Eigentlich ist für uns immer sehr interessant das Kennerspiel mittlerweile. Aber früher gab es ja auch unter dem Spiel des Jahres Spiele, die jetzt eigentlich jetzt Kennerspiele werden. Das hängt immer vom Spiel ab. Außerdem, wir verbieten ja auch unseren Kunden an diese Broschüre Spiel des Jahres, die kann man bei uns bekommen, als Ratgeber und versuchen dann auch die Empfehlungsliste parat zu haben und vorrätig zu haben. Du hast ja jetzt gerade schon das Kennerspiel des Jahres erwähnt. Das ist ja ein Preis, der jetzt noch nicht so lange vergeben wird. Dieses Jahr, glaube ich, zum dritten Mal. Ne? Seven Wonders war ja das erste, dann Village und dieses Jahr haben wir die Legenden von Andor. Wie wichtig ist dieser Preis? Ich sag mal, wissen die Leute nicht eh, die für das Kennerspiel in Frage kommen, was es auf dem Markt gibt? Nein, wir reden jetzt nicht von den Spielefreaks, die jetzt jedes Spiel haben wollen und ist das mittlerweile sowieso nicht mehr bei uns kaufen. Das ist die kleine Gruppe von wirklich Spielefreaks, die kaufen ihre Spiele mittlerweile auf Kickstarter oder in Essen und versuchen da überall den besten Preis zu bekommen, den niedrigsten Preis. Wir haben Kunden, die Spiele interessiert sind, aber nicht unbedingt jetzt das alles im Internet verfolgen, sondern die zu uns in den Laden kommen und Empfehlungen haben wollen. Und für die ist das Kennerspiel dann durchaus interessant.